Heute sehen wir uns das Vorrich 125 Design an. Ein Piano, das klassische Designelemente mit einem unglaublich reichhaltigen und klaren Klang verbindet. Obwohl das Piano einen erschwinglichen Preis und eine sehr kompakte Konstruktion hat, finden sich in seinem Inneren einige Besonderheiten, die seine Performance erheblich verbessern. Damit hebt es sich von anderen Klavieren ab und bietet einen Klang- und ein Spielerlebnis, das für anspruchsvolle Pianisten sehr attraktiv ist. Sein elegantes Design und sein sorgfältig gefertigtes Gehäuse machen es zu einem Instrument, das nicht nur hervorragend klingt, sondern auch zu einem Herzstück in jedem Wohnzimmer wird. Lassen Sie uns nun im Detail betrachten, wodurch dieser tolle Klang des Modells 125 erreicht wird. Es gibt einige Unterschiede, die das Modell 125 von den beiden kleineren Vorrichtpianos, Modell 115 und 122, unterscheiden. Diese Unterschiede erfordern aufwendige und komplexe Produktionsmethoden, führen aber eindeutig zu einem reichhaltigeren und volleren Klang in allen Registern. Im Bassbereich können wir sehen, dass die doppelchörigen Basssaiten dank einer speziellen Bearbeitung der Silie mit einer Hightech-CNC-Maschine jeweils exakt dieselbe Saitenlänge aufweisen. Das ist sehr wichtig, da in diesem Bereich immer zwei Saiten pro Ton verwendet werden und nur wenn diese beiden Saiten exakt gleich lang sind, kommt es zu dieser besonderen Reinheit im Ton und dem konsistenten Klang. Das hört man sofort. Der Stegdruck wird dadurch ebenfalls optimiert, wodurch sich die Schwingungen bestmöglich auf den Resonanzboden übertragen. Ein weiteres wichtiges Merkmal in Bezug auf die Konstruktion ist die Implementierung einer Duplex-Skala, wie sie auch bei vielen Flügeln zu finden ist. Der Klang wird dadurch wesentlich obertonreicher. Dank der Duplex-Skala wird der Stegdruck optimiert und dadurch übertragen sich die Saitenschwingungen bestmöglich auf den Resonanzboden. Der Bereich zwischen dem Steg und den Anhangstiften, welcher bei vielen Pianos durch einen Filz abgedämpft ist, kann hier frei schwingen und produziert einen extra lang anhaltenden, obertonreichen Klang. Ein weiteres Feature sind spezielle Messing- und Eisenstangen auf dem Gussrahmen, um den Bereich der Saitenschwingung exakt zu definieren und zu unterstützen. Dies ist wiederum entscheidend für den reinen Klang des Modells 125 Design. So wie alle anderen Vorrichtklaviere haben wir auch das Modell 125 rigoros getestet, um Hammerköpfe zu finden, die perfekt zu dem Instrument passen. Für das Modell 125 Design haben wir uns für einen Filz der deutschen Firma Wurzen in Doppel-A-Qualität entschieden. Mit diesem Filz ist eine vielfältige Dynamik und ein definierter Anschlag vom lautesten Fortissimo bis zum leisen Pianissimo wunderbar möglich. Auf das neu berechnete Spielwerk ist unser Vorrichtteam besonders stolz. Lange Erfahrung und intensives Testen haben dieses Ergebnis ermöglicht. Bei der Gewichtung der Tasten sehen Sie auch hier den Tastenvorderfall, wie es bei Flügeln immer der Fall ist. Diesen Vorderfall sieht man, wenn man die Hammerköpfe in Richtung der Saiten von den Tasten abhebt. Die Tasten fallen nun in Spielrichtung nach unten. Man spielt somit immer in die Richtung, in die die Tasten gewichtet sind und so ist mühelos ohne Reibungsverluste auch leisestes Pianissimo möglich. Im Gegenzug kommt die Taste auch extrem schnell wieder hoch und ermöglicht somit eine schnelle Repetition. In der Mechanik
sind keinerlei Teile aus Carbon oder gar Plastik verbaut, da der gute Klang ganz entscheidend von der Elastizität abhängt. Diese Elastizität bieten ausschließlich Holz und gute Filze. Wie bei allen unseren Feurig-Klavieren ist jeder Filz in der Mechanik und in der Klaviatur besonders ausgewählt. Von den eigens von der englischen Firma Hainsworth hergestellten Garnierungsfilzen in Feurig-Gelb bis hin zu allen anderen Filzen wie Waagebalken und Vorderdruckfilzen. Bei allen Filzen ist auf hohe Stabilität und gleichzeitige Elastizität geachtet worden. Es gibt viele weitere Besonderheiten beim Modell 125, die nicht nur die Bedürfnisse von guten Spielern und Pianisten erfüllen, sondern das Piano auch optisch sehr attraktiv machen. Auffallend sind die exquisiten Doppelkonsolen und die viereckigen, perfekt zusammengebauten Gehäuseformen. Die schwarzen Tasten sind aus Vollholz, das sich viel wärmer als Kunststoff anfühlt und heutzutage außergewöhnlich ist. Die Tastenklappenbremse und die Designeinlagen, wahlweise in Messing oder Chrom, unterstreichen die Eleganz des Instruments. Und besonders können sich große Menschen über die Beinfreiheit freuen. Die lichte Weite unter dem Stuhlboden beträgt volle 65 cm. Natürlich besteht auch das Pedalsystem bei diesem Modell aus einem Holzgestänge und U-Federn. Das macht die Pedale nahezu geräuschlos und weniger wartungsintensiv. Der Feurig-Moderator, der ganz einfach durch eine Flügelschraube unter dem Klaviaturboden eingestellt werden kann, ist eine effektive Konstruktion. Der Moderator ist so konstruiert, dass der Filz ganz nah an den Saiten aufliegt. Damit bietet er ein möglichst gutes Spielgefühl. Wir haben gesehen, dass das Modell 125 Design viele fortschrittliche Techniken enthält. Den durch hochentwickelte CNC-Maschinen bearbeiteten Gussrahmen, durch den alle Saiten in allen Registern freischwingen können, die Duplex-Skala, die zu einem obertonreicheren Klangbild führt, die besten Massivhölzer in der akustischen Anlage sowie die hochwertigsten Hammerkopffilze. Das elegante Gehäusedesign kombiniert mit unserer neuen ausgewogenen Feurig-Mechanik und der Klaviatur mit den natürlichen Bestandteilen ist perfekt geeignet für anspruchsvolle Klavierspieler und Pianisten. Wir hoffen, dass Sie bald selbst die Gelegenheit haben, eines auszuprobieren bei einem unserer vielen weltweiten Feurig-Partner.